Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 6. Januar 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, erstmal herzliche Grüße an meine Freunde in Österreich. Da ist ja heute Feiertag. Genießt ihn. Ja, und diese Woche hat's astrologisch in sich. Heute Nacht war ja die letzte raue Nacht und wir laufen jetzt tatsächlich auf die von vielen Astrologen viel besprochene, viel beschworene und auch von mir immer wieder erwähnte Saturn-Pluto-Konjunktion zu, die am Sonntag, den 12. Januar exakt ist, also Ende dieser Woche, und vorher am Freitag Abend ist Vollmond im Steinbock, der diese Konstellation dann schon mal aktiviert. Und auf diese Konstellation und diesen Vollmond werde ich natürlich diese Woche noch intensiver eingehen. Man kann sagen, die Woche geht noch relativ harmlos los und steigert sich dann dahingehend bis eben zur Konjunktion von Saturn und Pluto. Ja, wie sieht's erstmal heute aus? Natürlich haben wir hier weiterhin die Planeten im Steinbock, südlicher Mondknoten, Jupiter, Merkur, Sonne und eben Saturn und Pluto. Eine starke Steinbockpräsenz hat immer damit zu tun, uns auf das Wesentliche hinzuweisen, zu erkennen, dass manchmal weniger mehr ist, an unseren Themen zu arbeiten, möglichst viel Disziplin aufzubringen. Und vor allem, und das kann ich immer wieder beobachten, die inneren Konflikte nicht unbedingt nach außen zu tragen. Also das macht's nicht besser, wenn man halt die inneren Spannungen oder die inneren Konflikte nicht aushalten kann oder nicht mit ihnen zurechtkommt, vor ihnen flüchten möchte und dann in die Projektion geht und sich über irgendetwas in der Außenwelt aufregt. Das führt meistens nicht dazu, dass wir unserem Problem näher kommen. Nicht, dass nicht auch eine gerechte Empörung bei manchen Themen wie gerechtfertigt ist. Nichtsdestotrotz kommen wir dann im Grunde von uns persönlich eher weg. Ja, der Mond ist heute im Zeichen Stier, macht daher relativ positive Aspekte hier auf die Steinbockplaneten. Sonne und Mond harmonieren dann beide in Erdzeichen. Mit dem Mond im Stier ist es ein guter Tag, eigentlich die Dinge etwas bedächtiger, aber beharrlicher anzugehen. Wichtig immer, den Kontakt zur Natur nicht zu verlieren. Auch einmal über so Themen wie Sicherheit nachzudenken. Was bedeutet für mich eigentlich Sicherheit? Ist es etwas Äußeres, Materielles, was ich jetzt in Gefahr sehe? Oder ist es etwas Inneres? Habe ich innerlich nicht genügend Sicherheit, dass ich ganz viel im Außen brauche? Das sind so Fragen, die man sich mit Mond im Stier einmal stellen kann. Dieser Mond macht heute Mittag dann Trigone auf Saturn-Pluto. Da ist also diese Konstellation harmonisch sozusagen angestrahlt. Und morgen um 3:11 Uhr in der Nacht, könnte man sagen, oder am frühen Morgen, wechselt dann der Mond in den Zwilling, die Zwillinge, und dadurch wird dann morgen die Energie kommunikativer, quirliger, unruhiger. Es geht aber dann sozusagen auch sehr viel mehr wieder darum, Wissen, Informationen aufzunehmen und dieses Wissen eben innerlich möglichst zu Erkenntnissen zu verarbeiten. Die Sonne und Merkur laufen beide ins Sextil zu Neptun. Es ist also so eine leichte harmonische Schwingung hier zwischen Merkur, Sonne, Steinbock und Neptun Fische. Wir können also bei manchen Spannungen und Schwierigkeiten gut dagegen steuern, wenn wir versuchen, in die innere Stille zu gehen, wenn wir unsere spirituellen Fähigkeiten, Meditation, Yoga etc. nutzen, um hier ein gewisses Gegengewicht zu bilden. Soweit erstmal zu heute am Montag. Jetzt gibt es diese Woche ja sehr wahrscheinlich wieder jeden Tag ein Tageshoroskop und wir schwingen uns dann allmählich auf die Pluto-Saturn-Konjunktion ein. Bis dahin alles Liebe und Tschüss.